Herzlich willkommen zum WBSC Skills Focus August 2020. Es geht um das Thema Windows Autopilot. Mein Name ist Manfred Helber und heute geht es um die technischen Voraussetzungen. Wir sprechen darüber, welche Devices geeignet sind. Wir sprechen darüber, wie werden die Informationen bereitgestellt, die wir brauchen. Wir sprechen darüber, was ist das Autopilot Dashboard und welche Rolle spielt Microsoft Intune bei dem Ganzen. Da werden wir uns also ein bisschen was anschauen an der Stelle. Da freue ich mich jetzt gleich auf unsere Themen, die wir heute vorbereitet haben, die wir heute mit dabei haben. Und dazu, wer die Aufzeichnung des letzten Termins nochmal sehen möchte, das findet man unter youtube.com/manfredhelber oder youtube.com/svenlangenfeldwbsc. Beim letzten Termin ging es nämlich so um die Grundlagen, um die Rahmenbedingungen. So, jetzt widmen wir uns unserem heutigen Thema und sprechen ein bisschen drüber, welche Devices sind eigentlich geeignet. Was braucht für so ein Gerät an Voraussetzungen, an Rahmenbedingungen, dass wir den Autopilot nutzen können? Und wir hatten ja beim letzten Termin schon über den Autopilot-Prozess an sich gesprochen. Und der Autopilot-Prozess an sich, um das schnell nochmal zusammenzufassen, sieht ja so aus, dass uns ein Hardwarehersteller letztendlich eine Geräte-ID zur Verfügung stellt, die wir verknüpfen mit einem Konfigurationsprofil. Und das Ganze wird dazu genutzt, dass beim Erst-in-Betrieb-Nehmen des Gerätes, das diese Device-ID hat, das Konfigurationsprofil angewendet wird, aber nicht nur beim ersten In-Betrieb-Nehmen, sondern auch bei jedem Neuinstallieren. Also wenn wir ein Reset des Gerätes machen, dann würde das erneut wieder mit diesen Konfigurationseinstellungen versehen. Diese Device-ID ist eine hardwarebezogene ID, die ist nicht auf das Betriebssystem bezogen. Das heißt, auch wenn ich mein Windows 10 dort komplett neu installiere, würde ich wiederum dieses Konfigurationsprofil zugewiesen bekommen. Soweit eine tolle Sache. Der Hardwarehersteller müsste das Ganze unterstützen. Da sprechen wir dann gleich drüber. Aber wir hatten beim letzten Mal auch eine Option gesehen, dass letztendlich der IT-Administrator von bestehenden Devices die Device-IDs einsammeln kann. Wir hatten es nicht live gesehen. Da hatte ich gesagt, das machen wir dann im dritten Termin, wo wir solche Device-IDs generieren und das hochladen. Aber ich hatte es zumindest erläutert. Und somit bedeutet das, wir können so eine Device-ID für jedes Gerät generieren. Das bedeutet, der nächste Abschnitt, wo wir darüber sprechen, wie werden die Informationen bereitgestellt, das ist der Abschnitt, wo es darum geht, welche Hersteller unterstützen den Autopilot-Prozess in der Form, dass es direkt vom Hardwarehersteller zur Verfügung gestellt wird, dass der IT-Administrator nur dieses Konfigurationsprofil anwenden muss. Wenn wir einen anderen Hersteller haben, also wenn wir mit einem Hersteller sprechen und der das Thema Autopilot gar nicht im Fokus hat, dann könnten wir natürlich trotzdem die entsprechenden Geräte-IDs generieren, indem wir die manuell an den Geräten einsammeln. Da geht bloß ein Stückchen Komfort verloren. Das heißt, was ich jetzt im nächsten Abschnitt vorstellen werde, sind die Hersteller und die dort, sagen wir mal, implementierten Prozesse, um für Geräte eine solche Autopilot-ID direkt im Delivery-Prozess mitzubekommen. Nehmen wir an, ihr wählt einen der Hersteller, die ich jetzt im Folgenden dann gleich vorstelle, und ihr vergesst dort, das Thema Autopilot zu adressieren. Dann ist es je Hersteller unterschiedlich. Manche liefern alle Devices Autopilot-enabled aus. Bei manchen muss ich das im Bestellprozess angeben. Aber nehmen wir an, ich habe es vergessen. Dann kann ich natürlich, so wie hier dargestellt, bei den Existing Devices die Hardware-IDs einfach einsammeln. Ich habe aber den Nachteil, wie es der Name schon sagt, einsammeln. Ich muss also hier, wenn ich diesen Prozess wähle, den ich hier eingekastelt habe oder eingekringelt habe, muss ich leider halt an die Geräte einmal manuell ran. Das entfällt bei der Variante, die wir uns jetzt anschauen. Und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, wie werden diese Informationen, wie werden die passenden Hardware-IDs bereitgestellt, weil da hatten wir von euch sehr viel Feedback bekommen. Also ich weiß nicht, ob von denjenigen, die jetzt zuschauen, aber gerade im Anfang dieses Jahres, als wir eine Veranstaltungsreihe noch zu dem Thema hatten, wo wir uns auch live gesehen haben, da hatten wir Feedback bekommen aus den Reihen der WBSC-Mitglieder.
die sagten, ja, wir haben das versucht mit Autopilot, aber es war nicht so einfach oder es hat gar nicht geklappt, weil man muss ja immer berücksichtigen, da ist teilweise vielleicht noch die Distribution dazwischen, da müssen bestimmte Dinge bei der Bestellung berücksichtigt werden und deswegen haben wir als WBSC einfach einmal alle Hersteller, die aus unserer Sicht so im deutschen Markt aktiv sind, angeschrieben. Und dann habe ich letztendlich auf Rückmeldung gewartet. Und die Rückmeldung kam von einer Liste von Herstellern, die ihr hier seht. Das ist die Firma Bluechip, Firma Tarox, Lenovo, Fujitsu, HP und Terra. Die Reihenfolge, die jetzt dann aufgebaut ist, die ist weder alphabetisch noch nach Unternehmensgröße noch nach Präferenz, sondern ich habe die Reihenfolge, wie sie jetzt dann kommen, aufgebaut in der Reihenfolge, wie die Antworten bei mir eingegangen sind. Also es wird jetzt dann gleich losgehen mit der Firma Bluechip. Das soll nicht wertend sein und sagen, die haben den besten Prozess oder die haben irgendwie aus irgendeinem Grund, sind aus irgendeinem Grund zu bevorzugen, sondern die haben einfach am schnellsten geantwortet. Das heißt, von der Firma Bluechip habe ich als erstes eine Beschreibung bekommen, wie läuft es ab? Und das bedeutet, mit genau diesem Prozess könnt ihr dann letztendlich dort Geräte mit Autopilot enabled bestellen, genauso aber bei Tarox, HP, Terra, Fujitsu, Lenovo. Jetzt sind das nicht alle Autopilot-Partner. Wenn ihr auf die offizielle Microsoft-Webseite geht, dann bekommt ihr dort eine ganz andere Liste. Bluechip und Tarox sind da zum Beispiel nicht drauf, obwohl sie das können. Dafür sind andere Anbieter drauf, die uns dann teilweise aber auch gesagt haben, oh, bei uns ist es schwierig, wenn es über die Distribution läuft. Da haben wir dann ein Problem, dass diese Informationen nicht weiter übermittelt werden. Was ich damit sagen will, das hier, was wir hier sehen, ist keine vollständige Liste der Autopilotpartner. Es ist aber die Liste der Autopilotpartner, die uns eine detaillierte Beschreibung ihres Prozesses geschickt haben, sodass es nachvollziehbar ist und sodass ich sagen kann, ich kann euch ganz beruhigt den Prozess erklären, so funktioniert er. Und ich habe nicht das Risiko, dass mir dann hinterher jemand sagt, ja, ich habe es probiert, aber so stimmt das ja leider gar nicht. Oder ich habe probiert, ein Device vom Hersteller XY zu bestellen und die konnten das dann mit dem Autopilot-Prozess doch nicht. Sollte es doch so sein, wenn es bei einem dieser genannten hier dann zu Problemen kommen sollte, dann bitte direkt auf Sven Langenfeld und mich zukommen, gern per Mail oder sonstige Kommunikationskanäle, dann kümmern wir uns darum. Jetzt kann es durchaus sein und es wird sogar so sein, dass es weitere Hersteller gibt, die auch Autopilot unterstützen. Wir sagten ja sogar jedes beliebige Device, also wenn ihr ein Gerät assembliert, also ihr bestellt in der Distribution Mainboard, Speicher, CPU und so weiter und baut dort einen Rechner zusammen, könnt ihr eine Hardware-ID daraus generieren, die ihr für den Autopilot-Prozess benötigt. Gar kein Problem, aber dann müsst ihr euch wieder drum kümmern. Und die Hersteller, die hier genannt sind, die unterstützen es garantiert. Und wenn ihr weitere präferierte Hersteller habt, dann fragt doch dort einfach mal nach und sagt, jetzt habe ich gesehen, wie einfach das bei Bluechip, Lenovo, Tarox, Terra funktioniert, Fujitsu. Erklärt mir doch mal, wie bei euch der Autopilotprozess funktioniert. Zeigt mir das mal bitte und dann ist ja alles fein. Dann lag es nur eventuell daran, dass uns vielleicht der jeweilige Hersteller nicht rechtzeitig die Information geschickt hat. Jetzt schauen wir mal rein bei Bluechip. Bei Bluechip sieht es so aus, es gibt zwei Möglichkeiten für die entsprechenden Informationen, die wir für Autopilot benötigen, um die zu bekommen. Es gibt einmal eine Website www.pc-seriennummer.de und es gibt den Bluechip-Partnerbereich. In dem www.pc-seriennummer.de würde es so vorgehen, dass ihr die Seite aufruft und ihr habt dort letztendlich eine Seriennummer, die ihr eingebt und ihr könnt dann letztendlich die Autopilot-Informationsdatei herunterladen. Wer jetzt mit dem Autopilot noch gar nicht gearbeitet hat, der kann damit nicht direkt was anfangen. Das schauen wir uns aber später noch ganz kurz an, wo wir das finden, wenn wir über das Autopilot-Dashboard sprechen. Und das werden wir das nächste Mal ausführlich und live machen. Naja, für einzelne Geräte, und das ist natürlich perfekt. Ihr habt ein Gerät schon dastehen, das ist ein Bluechip-Gerät, und ihr habt
jetzt nicht unbedingt damit geplant, diese Autopilot-Informationen direkt irgendwie vor Ort zu haben, dann könnt ihr über Eingabe der Seriennummer diese Information euch herunterladen. Also perfekt, wenn einzelne Devices punktuell für Kundenszenarien verwendet werden, wo Autopilot im Einsatz ist. Denn aus meiner Sicht ist es so, dass Autopilot in Zukunft mehr und mehr zum Tragen kommen wird, weil jetzt gerade die Situation rund um Corona hat, denke ich, gezeigt, dass es hilfreich ist, wenn man flexibel reagieren kann, flexibel auch neue Geräte provisionieren kann, und da unterstützt es absolut. Die zweite Option bei Blue Chip, ist wie gesagt nur ein Beispiel von vielen, ist, dass man sich im Partnerbereich einloggt. Das heißt, mit seinen Login-Informationen, die man hat, einfach unter bluechip.de einmal einloggen. Dort gibt es dann einen Bereich Meine Aufträge, und unter Meine Aufträge, da gibt es dann letztendlich unter der jeweiligen Bestellnummer die Windows Autopilot Information, die sich hier hinten dann herunterladen lässt. Das heißt, das sind Zusatzinformationen. Letztendlich ist das, was wir hier brauchen, ja nichts anderes als eine kleine Textdatei, wo wir ja die IDs drin stehen haben. Und so ist es da der Fall. Also zwei Wege: pc-seriennummer.de, wenn ich das, sagen wir mal, punktuell ad hoc im Nachgang mache, oder eben der Partnerbereich, wo wir die Informationen dann ermitteln können. Ist, denke ich, verständlich, ist, denke ich, unkompliziert. Die Firma Bluechip hilft da auch gerne weiter, wenn es tiefergehende Fragen gibt. Mir ist nur wichtig zu zeigen, wie unkompliziert das eigentlich sein kann. Und ich denke, das ist sehr unkompliziert. Wenn wir die, einige von den Zuschauern oder Zuhörern wissen sicher, wie es funktioniert. Die können sich jetzt schon was vorstellen, wo wir es hochladen. Den anderen zeige ich es dann. Auf jeden Fall haben wir mit dem Ergebnis dieser beiden Webseiten, die ich vorgestellt habe bei der Firma Bluechip, letztendlich genau die Informationen, die wir brauchen, um die dort hochzuladen. Dann erstellen wir noch das Konfigurationsprofil, das brauchen wir aber immer. Und dann funktioniert auch unsere Autopilot-Bereitstellung schon. Schauen wir einen Schritt weiter. Firma Tarox, auch dort wieder nicht wertend, aber einfach hat die Firma Tarox sehr schnell reagiert und direkt kurz nach der Firma Bluechip die Informationen mir zugeschickt, wie der Prozess dort läuft. Also bei Tarox läuft es letztendlich so, dass es dort einen Systemkonfigurator online gibt, und über den Systemkonfigurator lassen sich Systeme konfigurieren. Das ist nur ein Beispiel hier, das sind beliebige Systeme, die sich konfigurieren lassen. Und in dieser Konfiguration gibt es natürlich Hardware-Komponenten. Wichtig ist, es muss das Betriebssystem Windows 10 gewählt werden. Das ist zwingende Voraussetzung, denn ohne Windows 10 geht kein Autopilot. Das heißt, das ist dort letztendlich dran gekoppelt. Und wenn wir das Windows 10 Pro gewählt haben, habe ich jetzt gar nicht ganz richtig gesagt, weil es muss Windows 10 Pro sein, dann gibt es unter den Applikationen Microsoft Autopilot, und wenn ich dort den Microsoft Autopilot auswähle, dann habe ich die Möglichkeit, im Rahmen des Bestellprozesses diese Autopilot-ID zu bekommen, ganz normal auch als Textdatei. Das bedeutet sehr unkompliziert im Rahmen des Bestellprozesses. Dann lade ich die als Administrator, so wie es vorhin in der Prozessbeschreibung gezeigt war, hoch, verknüpfe das mit dem Konfigurationsprofil, und dann ist alles fein. Die Firma Lenovo hat mir auch die Informationen geschickt, und zwar, was bei Lenovo sehr schön ist, es gibt dort ein sehr umfangreiches Dokument, was beschreibt, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt. Lenovo sagt nämlich, wir unterstützen alles. Also wir stellen euch nicht nur eine Autopilot-ID zur Verfügung, sondern es gibt die Möglichkeit, dass wir auf der Box ein Label, nein, habe ich falsch gesagt, es ist immer ein Label auf der Box, wo wir die Informationen für Autopilot haben. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn ich alles vergessen habe, dann tippe ich das ab und kann damit Autopilot machen. Es gibt den Autopilot-Registrierung mit dem ID-Report.
Das ist neu bei Lenovo, aber es ist natürlich komfortabel, wenn ich einen größeren Umfang von Geräten habe. Also es geht nicht um einzelne Devices, sondern vielleicht eine Lieferung von 10, 100, 1000 oder mehr Devices. Und dann gibt es auch noch die Autopilot-Registrierung durch Lenovo. Das ist ja das, was Microsoft immer so ein bisschen sieht. Das heißt, Microsoft sagt im Prozess, wenn wir uns da nochmal die Beschreibung, die Animation genau anschauen, ist es ja so, dass sich das Bildchen so aufgebaut hat, dass eine Darstellung war, die Device-IDs werden durch den IT-Administrator hochgeladen. Und dann wandert dieser Pfeil hier ja nach links, weil in der Referenzbeschreibung Microsoft davon ausgeht, dass der Hardwarehersteller die Device-IDs gleich für uns hochlädt und wir noch das Konfigurationsprofil damit verknüpfen. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, das Bereitstellen dieser Device-ID-Liste, das ist ein minimaler Aufwand. Also daran würde ich es jetzt nicht festmachen, meine Entscheidung pro oder contra. Aber schön ist natürlich zu wissen, alle Optionen stehen zur Verfügung. Registrierung durch Lenovo, Registrierung mit dem Report, den wir bekommen, oder Registrierung mit dem Box-Label. Und dieses Box-Label, das finde ich eine sehr komfortable Sache, weil wir haben auf der Box letztendlich einen Microsoft Product Key ID, der dort angegeben ist. Und dieser, jetzt habe ich ihn teilweise durchgestrichen, das bitte ich zu entschuldigen, dieser Microsoft Product Key ID, den wir hier haben, der dient dann dazu, die Geräte zu registrieren. Jetzt könnte ich den über so einen QR-Code entsprechend mit abscannen, der da rechts daneben ist, wenn ich das dann doch wieder teilautomatisiert verarbeiten möchte. Oder ich kann natürlich hergehen und kann sagen, ich möchte einfach diesen ID in eine Textdatei reintippen. Ja, es geht nur mal um ein Gerät. Das heißt, das geht auch mit Lagerware. Das geht auch mit Lagerware, die sich in der Distribution befindet. Und das ist etwas, was uns in der Vergangenheit häufig gesagt wurde, Mensch, man bräuchte so einen Prozess, wo auch Systeme, die schon da sind, mit Autopilot genutzt werden können, weil teilweise Partner, also ihr, Lagerware haben und natürlich es in der Distribution Lagerware gibt. Und das ist hier der Fall und das ist hier ja auch so beschrieben. Wir können das Ganze ablesen oder scannen durch den Business-Partner oder Distributor. Und es wird im Partnercenter einzeln registriert. Da steht empfohlene Stückzahl kleiner 10, das kann ich auch mit 100 machen. Ja. Und vor allem, wenn ich die 1 kenne, dann ist es ja auch wiederum so, dass das recht unkompliziert funktioniert, weil hinter dem Scan des QR-Codes, der hier teilmaskiert ist, wäre es ja letztendlich so, dass dann genau diese Microsoft Product Key ID, also letztendlich die ID, die ich für den Autopilot benötige, zur Verfügung gestellt wird. Sind wie gesagt Original-Slides der jeweiligen Hersteller, die ich nicht angepasst habe, sodass wir den Originalprozess unverändert lassen. Bei der Autopilot-Registrierung mit der Product Key ID, mit dem Report, da sagt Lenovo empfohlene Stückzahl ab 10. Das heißt, das ist für etwas größere Mengen von Geräten. Da ist es so, dass das Ganze auch mit der Distribution funktioniert. Das ist schon mal wichtig. Das heißt, es ist nicht so, wenn die Ware über die Distribution läuft, dass die Information verloren geht. Das heißt, die autorisierten Lenovo-Distributoren unterstützen das. Und wir haben aber letztendlich die Registrierung durch den jeweiligen Partner mit dieser Product Key ID, wo das Ganze bereitgestellt wird, ist eine sehr unkomplizierte Geschichte. Da gibt es von Lenovo dann so eine schöne Grafik, die die hier zur Verfügung gestellt haben, mit den Rollen, wer macht was. Kunde ist in grün, Businesspartner in dunkelblau, Distributor in hellblau und Lenovo in rot. Der Report ist das Einzige, was von Lenovo erstellt wird. Das Gerät kann registriert werden vom Businesspartner oder vom Distributor. Die Bestellung, das sind natürlich alle drei involviert, das ist recht unkompliziert an der Stelle. Man muss bedenken in der Distribution, dass man diesen Product Key ID Report quasi mitbestellt. Das ist ähnlich, wie wir es vorhin
bei zwei anderen Herstellern gesehen, haben eine Option, die dort mit angegeben wird. Und da haben wir den Report mit dabei. Aber wenn wir das vergessen sollten, haben wir trotzdem den QR-Code auf der Verpackung. Im Microsoft Partner Center können wir diesen Product Key ID Report hochladen für unsere autorisierten Kunden, also für die Kunden, wo wir autorisiert sind, die letztendlich zu verwalten, die im Auftrag zu managen. Dann die dritte Variante bei Lenovo ist die Autopilot-Registrierung durch Lenovo. Da sehen wir, dass natürlich entfällt die Arbeit beim Administrator für das Hochladen dieser ID-Informationen. Das ist aber relativ wenig Aufwand und man sieht hier natürlich, dass der Businesspartner dann auch weniger involviert ist. Allerdings ist es auf der anderen Seite so, dass die Autopilot-Autorisierung und dann natürlich die Prozesse im Nachgang eventuell sehr viel mehr Mehrwert für den Partner bringen und es deswegen sinnvoller ist, sich darauf zu fokussieren. Also alle drei Varianten werden unterstützt, alle drei Varianten sind möglich und hier gibt es nochmal eine schöne Übersicht von Lenovo, wann nehmen wir was, aber es ist ähnlich wie bei Microsoft. Auch wenn wir mehr Geräte haben, können wir es natürlich immer noch über das Label machen und von daher sind wir dort absolut flexibel. Ich werde es übrigens so machen, dass ich diese einzelnen Dokumente dann in der Videoaufzeichnung verlinke. Das heißt, da habt ihr dann die Informationen zu den einzelnen Herstellerdokumenten zur Verfügung. So, jetzt was Lenovo in seinem Dokument auch sehr schön gemacht hat, die erklären da noch ein bisschen, was ist eigentlich was. Man hatte ja auf einem Bildschirm schon mal gesehen Intune als Mobile Device Management Lösung, das Azure Active Directory und was Lenovo in seinem Dokument auch sehr schön erklärt zu dem Autopilot-Prozess ist nochmal die Erklärung zwischen dem Unterschied des Hardware-Hashes und der Product-Key-ID. Das muss man, wenn man das wirklich akkurat und korrekt machen will, wirklich trennen. Letztendlich führt es zum gleichen Ergebnis. Wir haben einen Identifier für das Gerät, aber es ist so, dass wir in dem Autopilot-Prozess, wie wir ihn eingangs gesehen haben, letztendlich, wenn wir die Hardware-IDs einsammeln, also das, was ich rot eingekreist habe, dann ist es ein Hardware-Hash. Und wenn wir die Variante haben, dass die Device-IDs uns von dem Distributor zur Verfügung gestellt werden oder direkt vom OEM, also letztendlich die Variante, die ich hier grün einkreise, dann ist es so, dass wir eine Product-Key-ID haben, letztendlich ein etwas anderer Prozess und eine andere Bezeichnung des Ganzen, aber es führt zum gleichen Ergebnis. Allerdings ist eben der Weg der Verarbeitung ein etwas anderer und deswegen ist es gut zu wissen, dass es da zwei unterschiedliche Dinge gibt. Der Hardware-Hash wird oder kann vom Kunden selbst in die Registrierung eingetragen werden über Intune, Store for Business, Microsoft 365 Business und die Product-Key-ID, die wird vom Microsoft-Partner, der einen CSP-Status hat, oder vom Distributor oder vom OEM über das Partner Center eingetragen. Ja, die hardware-seitigen Voraussetzungen, sagt Lenovo auch, brauchen wir eigentlich gar nichts Spezielles. Allerdings ist es so, dass dieses Autopilot Always On, nenne ich es mal, für alle Lenovo-Produkte, die einen Think im Namen haben, also ThinkBook, ThinkPad und so weiter, und die seit Mai 2019 produziert wurden. Das sind also die aktuellen Geräte, aber Mai 2019 ist auch schon wieder ein Jahr her. Ich denke, dass man Lagerware nicht so lange auf Lager hat, aber alles, was ab Mai 2019 produziert wurde, hat das letztendlich zur Verfügung. Gut, Lenovo, also ich finde eine sehr gute Beschreibung eines Herstellers, auch wenn letztendlich die Prozesse bei allen relativ vergleichbar sind,
aber da merkt man, es hat sich da jemand sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Auch Fujitsu kann das Thema Autopilot und auch Fujitsu hat die Situation, dass wir ein Label letztendlich auf der Box haben, wo das Ganze registriert werden kann. Das ist die Option 2, die hier genannt wird. Das können wir auch hier wieder mit dem Barcode-Scanner oder mal einlesen, also einfach ablesen. Und die Option 1, die hier steht, dass der Kunde ein CSV-File mit den Hardware-Hashes zur Verfügung gestellt bekommt. Und letztendlich ist der entscheidende Punkt hier das Stichwort Systemarchitekt. Das ist, vermute ich, aber das kann ich nicht garantiert sagen, noch nicht korrekt aktualisiert worden, weil das neue Tool ist ja der Webarchitekt. Das heißt, es gibt von Fujitsu ein Konfigurationstool für die Systeme und dort würde auch diese Hardware-Hash-Information dann letztendlich zur Verfügung gestellt, diese Product-Key-ID-Information, und könnte dort passend ausgewählt werden. Also von daher wäre damit die Möglichkeit, das Ganze auch zu nutzen. Jetzt liefert uns Fujitsu hier noch ein Beispiel mit dem Hardware-Hash-Value. Bekommen wir so eine lange Liste. Sieht optisch, sagen wir mal, etwas nicht besonders lesbar aus, aber wir müssen es auch nicht lesen. Das macht letztendlich der Autopilot-Service für uns. Also wichtig ist nur, dass wir diese Liste bekommen. Und diese CSV-Datei würden wir mit dem Kunden austauschen oder würden wir im Auftrag das Kunden dann letztendlich zur Verfügung stellen. Also von daher eine recht unkomplizierte Sache. Der Screenshot, den wir hier sehen, der ist wirklich aus dem Systemarchitekt, wo es diese Option Hash for Autopilot Deployment gibt, die markiert ist. Das neue Tool ist der Webarchitekt, das ist webbasiert, aber auch dort gibt es diese Option letztendlich. Und dann hätten wir die Möglichkeit, mit diesem Hash-Wert zu arbeiten. Die zweite Option, die finde ich sehr charmant, um flexibel zu reagieren. Und da sehen wir das auch bei Fujitsu direkt auf der Box. Das heißt, es ist auch hier Teil des Standard-Box-Labels, aber nur, wenn Windows 10 Pro als Lizenz mit dabei ist. Das ist die Voraussetzung, Standard-Box-Label. Ich brauche keinen extra Order-Code. Und ich habe die Information dann direkt auf der Box, kann es ablesen oder kann es einscannen. Das ist also ideal, wenn die Geräte nochmal bei mir über den Tisch gehen letztendlich. Ich muss sie gar nicht unbedingt auspacken, ich muss da nichts manuell tun, sondern das ist automatisch dabei. Bei Fujitsu sehen wir, es bezieht sich auf die Desktop-Rechner, die seit Dezember 2019 ausgeliefert werden, wo das automatisch da ist. Die mobilen Produkte, die seit August 2019 ausgeliefert wurden. Und natürlich alle neueren Geräte, wo dann diese Microsoft Product Key ID direkt hinterlegt ist an der Stelle. Auch Fujitsu liefert uns in seinem Dokument hilfreiche Informationen, wie das Ganze dann letztendlich abläuft. Das bedeutet, wie registriere ich das bei Microsoft? Das ist aber etwas, was für alle Hersteller identisch ist. Aber ich finde es einfach gut, wenn so ein Hersteller auch diese Informationen angibt, weil dann weiß man, der Hersteller hat sich mit diesem Thema beschäftigt, der hat sich das letztendlich einmal angeschaut und wird Fujitsu auch die Option bieten, dass uns Fujitsu die IDs direkt zur Verfügung stellt. Natürlich unterstützt auch die Firma Hewlett-Packard den Autopilot-Prozess. Ich hatte eingangs ja schon gesagt, das ist keine Wertung, die Reihenfolge, und auch nicht alphabetisch, sondern es richtet sich einfach nach der Reihenfolge, wann ich die jeweiligen Informationen über den Prozess erhalten habe. Und HP bietet dort alle Optionen, die wir uns für den Autopilot wünschen oder denken können. Zunächst mal ist es auch hier natürlich so, dass die eindeutige Hardware-ID
entsprechend durch die Produktion des Gerätes entsteht und der zugehörige Hardware-Hash, der wird auch von HP generiert oder gesammelt. Und jetzt hängt es davon ab, wie wir letztendlich die Bereitstellung planen, also welche der Optionen wir wählen. Ob wir letztendlich das über den Microsoft Store for Business oder über Microsoft Intune bereitstellen, als Kunde oder über den Partner. Das wäre die eine Option. Die nötigen Informationen inklusive des Hardware-Hashes in der Textdatei würden wir per Mail erhalten auf Anforderung. Oder ob wir dann letztendlich die Option wählen, dass über HP direkt die Informationen und das Microsoft Partner Center bereitgestellt werden. Beide Möglichkeiten also gegeben. Hier der volle Komfort mit den Optionen, die zur Verfügung stehen. Und in der Zukunft wird das Ganze auch vollautomatisiert durch eine entsprechende API sein. Das ist dort also in Planung. Das bedeutet, der Autopilot-Prozess, der steht bei HP natürlich entsprechend dort auch im Fokus und wird ausgebaut und erweitert. Was immer unsere Aufgabe ist, ist das Zuweisen des entsprechenden Profils. Das bedeutet, wir als Administratoren, Sie als Partner, oder natürlich der Administrator beim Endkunde würde das letztendlich entsprechend festlegen. Dann ist es, wie es der Standard vorsieht, so dass das Gerät an den User oder den Kunden delivered wird. Dort findet das Unboxing statt und durch das Einschalten und den Start der Out-of-the-Box-Experience werden letztendlich die Autopilot-Profileinstellungen empfangen. Natürlich erfolgt auch die Registrierung im Azure Active Directory und das Enrollment in der Mobile Device Management Lösung, sodass wir dort auch anschließende Verwaltungsaktivitäten, wie zum Beispiel das Installieren zusätzlicher Software, durchführen können. Jetzt, wie bekommt man die Device-Daten für die Registrierung? Was HP braucht, ist die Liste der Seriennummer der Devices, die über Autopilot ausgerollt werden sollen. Weil das Interessante dabei ist, es ist nicht so, dass das Device eine spezielle Eigenschaft haben muss, das hatte ich ja auch eingangs schon erklärt, sondern letztendlich müssen wir nur wissen, für welches Gerät soll die Autopilot-Funktionalität genutzt werden. Wir sehen hier Kunde, Partner, HP-Account als beteiligte Stellen. HP unterstützt dort bei der Auswahl des geeigneten Verfahrens, also dass wir letztendlich zusammen entscheiden, ihr als Partner, HP als Hersteller und unter Umständen auch die IT-Abteilung des Kunden, welche der Varianten ist für uns die beste. Wenn es dort Fragen gibt, nutzt einfach die Mailadresse autopilot@hp.com. Ist es eine deutschsprachige Mailadresse, also ihr schreibt dort in deutscher Sprache hin, das Ganze kommt in deutscher Sprache zurück. Jetzt steht da oben drüber, als erstes braucht HP eine Liste der Seriennummer, die wird letztendlich generiert, da gibt es ein sehr schönes Q&A-Dokument, also ein PDF-Dokument von HP, wo das erklärt ist, wie das Ganze abläuft, also letztendlich wird eine CSV-Datei erstellt mit den Seriennummern und die wird per Mail geschickt an autopilot.request@hp.com. So eine Mail könnte wie folgt aussehen ans Autopilot-Team. Da gibt es eine Information zur Bestellung, dann weitere Informationen, je nachdem, welche der Varianten wir wählen und angehängt die Autopilot-Devices CSV, also die Liste der Seriennummern, wo uns dann letztendlich die jeweiligen IDs zur Verfügung gestellt werden und ich sagte in Abhängigkeit von der Variante, je nachdem welchen der Prozesse wir wählen oder welchen der Pfade wir wählen, der Kunde registriert selbst. Das heißt, der Kunde lädt die 4K Hardware Hash Daten in sein Portal mit Intune oder dem Store for Business. Da ist es jetzt schon, wir hatten ja eingangs mal gesagt in der Übersicht, der Kunde könnte so eine ID auch selbst generieren, die Hardware-ID, aber das kann er natürlich erst über die PowerShell machen zum späteren Zeitpunkt und hier bekommen wir die Informationen von HP, das wäre ein Weg. Dann natürlich die Registrierung durch den Partner. Das heißt, ihr als Partner ladet die Information hoch, die Information bekommt ihr von HP und zwar können wir entweder den Hardware-Hash hochladen oder die Product-Key-ID, die uns zur Verfügung gestellt von HP
Oder es gibt auch die Möglichkeit der Registrierung durch HP. Das heißt, HP lädt die ID stellvertretend als CSP zu dem Kundenportal hoch. Also da die drei Säulen, die wir hier sehen, die uns letztendlich mitteilen, alle Möglichkeiten von komplett gemanagt durch den Hersteller über Unterstützung durch den Partner bis hin zur Kunde. Der Kunde macht es selbst. Für all diese Optionen liefert HP die benötigten Daten. Das heißt, die könnt ihr letztendlich verwenden und nutzen. Und es gibt auch, und da möchte ich nochmal ganz kurz drauf verweisen, natürlich die Möglichkeit, dann per Mail Fragen zu stellen zum Autopilot, indem ihr eine Mail schickt an autopilot@hp.com. Nutzt das, denn das war ja ein Feedback, was wir ganz häufig bekommen haben vor dieser Veranstaltungsreihe, dass uns Kollegen von euch oder ihr selbst gesagt haben, wir würden es ja gerne machen, aber uns fehlen die Ansprechpartner, wir kommen da nicht weiter. Und diese Mailadresse ist genau für euch da, autopilot@hp.com, für eure Fragen zum Thema Autopilot in Verbindung mit den HP-Devices. Weitere im Bunde der Autopilot-Enabled-Anbieter ist die Firma Wortmann Terra. Die Firma Wortmann mit dem Brand Terra sagt auch von den Geräten her, alle Geräte sind geeignet. Und zwar, wenn Sie ein Betriebssystem vorinstalliert haben, wieder auf Windows 10. Und jetzt ist das ein bisschen was Technisches, also da mit einem OA3-Key müssen wir uns nicht weiter drum beschäftigen. Das trifft auf alle Geräte ab Juli 2020 zu, sage ich mal, jetzt haben wir August, also seit Juli 2020, und zwar Terra PCs und Terra Mobilgeräte ist dort möglich, das heißt, ist dort abgebildet, ist dort recht unkompliziert, Terra PCs, Terra Mobilgeräte. Wenn ich das Ganze über das Wortmann-Portal bestelle, dann wähle ich dort einfach die gewünschte Hardware, die ich nutzen möchte, wähle dann letztendlich die Option, einen Kontakt aufzunehmen und dann bekomme ich diese Hardware-Hash-Informationen zur Verfügung gestellt, also sagen wir mal teilautomatisiert. Ich habe also den Bestellprozess und ergänze dazu, dass ich gerne die Hardware-IDs hätte, die Product-Key-IDs und die werden mir dann letztendlich automatisiert zur Verfügung gestellt. Wichtig ist immer, diese Informationen zu bewahren, also aufzuheben, zu archivieren, weil es im Nachgang nicht immer problemlos ist, daran zu kommen. Natürlich, wenn es auf dem Karton ist, ja, natürlich, auch das zum Beispiel bei den meisten Herstellern der Fall, dass ich das über den Support dann nochmal erfragen kann. Aber es ist eine wichtige Information. Das ist ähnlich so, wie wenn ich eine Seriennummer habe, wie wenn ich eine Product Key habe, um ein Produkt zu aktivieren, sollte ich darauf achten, dass ich dieses Element bewahre, um den Service später wieder nutzen zu können. Die Microsoft 365, was wir entsprechend dafür brauchen, das würde auch über die Wortmann Terra zur Verfügung gestellt werden können. Und wo jetzt hier Wortmann nochmal drauf hinweist, das sind die unterstützten Produkte, also ein Business Premium, Enterprise E3, Enterprise E5 wären da möglich. Das wäre also auf jeden Fall eine gute Option. Wortmann hat in seinem Dokument noch Ansprechpartner drin. Das heißt, wer dort Fragen dazu hat, kann sich telefonisch an die Firma Wortmann wenden und zwar unter der angegebenen Telefonnummer oder csp@wortmann.de. So, jetzt haben wir einige Hersteller gesehen. Ihr werdet sagen, Mensch, das war doch recht vergleichbar. Ist richtig. Es hat ein Hersteller, Firma Bluechip, hier so ein kleines Special mit der Seite, wo ich über die Seriennummer arbeiten kann. Dann viele haben die Option mit der Seriennummer auf der Verpackung, wo ich es abscannen kann oder abschreiben kann. Also tolle Sache. Ich gehe davon aus, dass die allermeisten mit einem der hier genannten Hersteller zusammenarbeiten und deswegen sagen können, super, wenn wir Autopilot benötigen beim Kunden, sind wir bereit.
Wie gesagt, wenn ihr einen anderen Hersteller bevorzugt, gar kein Problem. Auch dort könnt ihr die ID selber generieren und sprecht den Hersteller doch einfach mal an. Sagt doch einfach mal, jetzt haben wir da im WBSC Talk was über Autopilot gehört. Ihr wart da nicht dabei. Könnt ihr denn das für mich bereitstellen? Und wenn ja, und das wäre meine Empfehlung, dass ihr da nicht viel Zeit investiert und dann merkt, es gibt vielleicht doch Probleme, bitte doch darum, ein solches Dokument zur Verfügung zu stellen, wo kurz der Autopilot-Prozess beschrieben ist, wie ihr ihn nutzen könntet, sodass ihr seht, super, das ist unkompliziert, oder ob ihr da vielleicht irgendwelche Hürden erkennt. Gibt es vielleicht bei einem Hersteller eine Mindestbestellnummer oder gibt Bestellmenge oder gibt es vielleicht bei einem Hersteller nur ausgewählte Devices oder kann ich das vielleicht nicht mehr im Nachgang machen? Das dann einfach erfragen. Softwareseitig hatten wir beim letzten Termin drüber gesprochen, was wir an Lizenzen benötigen, damit wir das Ganze verwenden können. Jetzt wollen wir uns mal ganz kurz anschauen, wo würde denn diese Autopilot-ID eigentlich hingelangen? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal das Autopilot-Dashboard und das Autopilot-Dashboard, das haben wir im Microsoft 365 Admin Center. Wenn ich dort auf der linken Seite auf Geräte klicke, dann gibt es dort den Bereich Autopilot. Wenn ich den anklicke, dann kann ich dort Geräte hinzufügen. Das ist jetzt in diesem Demo-Tenant noch nicht passiert. Das machen wir da das nächste Mal. Und ich kann Profile erstellen. Also entweder hier oben über Profile oder natürlich auch im unteren Bereich über Profile erstellen. Das Geräte hinzufügen, das wäre letztendlich die ID, die wir von den Herstellern bekommen, über einen der Wege, den ich gerade erklärt habe, die wir gerade gesehen haben. Das Profil erstellen, naja, das werden wir auch das nächste Mal sehen. Da könnte ich zum Beispiel erreichen, dass am Anfang nicht die typischen 10 Fragen kommen. Willst du Cortana? Willst du Stiftunterstützung? Willst du Telemetriedaten ausführlich oder reduziert und so weiter? Das könnten wir dort direkt vornehmen im Rahmen des Autopilotprozesses. Jetzt ist das Dashboard die vereinfachte Ansicht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die ausführliche Autopilot-Registrierung zu gehen, wo wir alle Möglichkeiten haben, nämlich wo wir hier einmal haben die Geräte. Das ist die Liste unserer Devices, die schon registriert sind oder die wir neu hinzufügen. Und dann haben wir die Bereitstellungsprofile, die wir hier konfigurieren können. Und wir haben das Intune Connector für Active Directory. Intune Connector für Active Directory ist deswegen recht wichtig, weil wir mit dem Intune dann noch erweiterte Möglichkeiten haben. Da sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt zu dem Autopilot Dashboard ist es so, da werden wir im nächsten Termin einiges uns live anschauen, denn am 17. August, also heute in der Woche, geht es um das Vorbereiten der Infrastruktur für das Thema Autopilot, denn das ist natürlich ein ganz wichtiges. Die Herstellerprozesse sind mittlerweile sehr unkompliziert. Das heißt, ihr werdet jetzt beim Kunden in die Situation kommen, dass der Kunde, wenn er sagt, ich möchte Autopilot einsetzen, dass er sagt, jetzt müssen wir die Infrastruktur dafür erstmal schaffen. Das ist zwar an sich von der Theorie her auch unkompliziert, weil es alles cloud-basiert ist, aber das muss ich ja erstmal mit den vorhandenen Services abstimmen. Also vorbereitende Infrastruktur, dann werden wir Profile generieren, wir werden uns anschauen, wie kriege ich so eine ID aus einem Device raus und wir werden den Werkszustand zurücksetzen, Option einmal verwenden. Also was passiert, wenn ich ein Device resette und das wieder startet, wo wir sehen werden, da greift auch der Autopilot. Also 17. August, hoffe ich, ihr seid wieder dabei. Jetzt wollen wir noch ein bisschen drüber sprechen, welche Rolle spielt eigentlich Microsoft Intune, beziehungsweise wenn wir in dem Screenshot genau hinschauen, da stand ja Endpoint Manager oben drüber. Da steht oben in dem blauen Balken Microsoft Endpoint Manager Admin Center. Und das werde ich dort einmal ganz kurz erklären und ich sehe auch, es sind einige Fragen schon da, die erlaube ich mir heute zum Ende zu beantworten. So, also Intune, was spielt es für eine Rolle?
Bei Microsoft Intune handelt es sich um eine Mobile Device Management Lösung, die Ende letzten Jahres wurde es angekündigt, letztendlich ja für vom Namen her in den Endpoint Manager integriert wird. Das Intune wird mit dem Azure Active Directory verknüpft. Wir können dort Endgeräte managen, PCs, Tablets, Smartphones, Notebooks. Wir können Richtlinien managen, Software installieren, Updates installieren. Intune ist das von Microsoft bevorzugte Tool. Wir können aber Autopilot auch mit anderen Mobile Device Management Lösungen verwenden. Oder umgekehrt, wenn wir ein Device mit Autopilot konfiguriert haben, können wir im Anschluss auch andere Mobile Device Management Lösungen verwenden. Jetzt ist das Intune sehr komfortabel, weil typischerweise, wenn wir ein Autopilot nutzen, dann werden wir ein Microsoft 365 haben in den allermeisten Fällen und da ist Intune mit drin. Da ist dann die Frage, warum sollte ich noch für was zusätzliches Geld ausgeben? Und bei Intune ist es natürlich so, dass wir damit die gesamte Konfiguration im Anschluss machen. Ihr werdet im nächsten Termin feststellen, auch mit Autopilot, da geht ja gar nicht so endlos viel. Also ich kann im Autopilot-Prozess nicht eine Applikation auf dem System installieren. Aber das kann ich im Nachgang über Intune machen. Und mir ist es ja relativ egal eigentlich, wie das Tool heißt. Also letztendlich sind Intune und Autopilot Komponenten des Microsoft Endpoint Managers. Und dann könnte ich auch sagen, ich mache einfach ein Device Deployment über den Endpoint Manager, Punkt. Dass da Autopilot und Intune drin stecken, interessiert mich dann vielleicht gar nicht weiter. Also manchmal machen es da die Namensgebungen schon ein bisschen kompliziert und komplex auch. Also von daher da nicht verwirren lassen. Und wir können natürlich mit den Komponenten, die wir ja hier betrachten, auch Software dann letztendlich bereitstellen. Wer jetzt sagt, oh genau darum geht es mir, ich brauche da noch mehr Konfigurationen, über Intune werden wir am 24. August sprechen. Da geht es immer darum, was ist Intune, welche Optionen habe ich, wie manage ich Microsoft Intune und wie arbeitet das mit dem Autopilot zusammen. Das habe ich jetzt ja schon ein bisschen beantwortet. Das kommt letztendlich dann im Nachgang hinten dran. So, jetzt würde ich mich mal ein paar Fragen im Chat widmen. Da ist eine Frage, gibt es Autopilot auch für iOS und Android? Bei Autopilot geht es hier letztendlich um die Geräteregistrierung. Und wir sehen, ich habe hier in diesem Screenshot markiert die Windows-Geräteregistrierung. Es gibt auch eine Apple-Geräteregistrierung und eine Android-Geräteregistrierung. Das ist dann nicht Autopilot, aber auch im Rahmen dieser Geräteregistrierung lassen sich Dinge automatisieren. Weil das ist ja letztendlich das Entscheidende, das Autopilot, dass wir viele Schritte vorkonfigurieren, die somit nicht mehr der Anwender durchführen muss. Also Autopilot als Service gibt es nicht für iOS und Android, aber ein automatisiertes Onboarding für iOS und Android-Devices gibt es natürlich. Also ehrlicherweise müsste man fast sagen, ein solches automatisiertes Onboarding konnten iOS und Android in Verbindung mit Intune schon früher und Windows kann das jetzt auch, seit es Autopilot gibt. Also, ich hoffe, ich habe es verständlich beantwortet. Gibt es Autopilot auch für iOS und Android? Nein. Gibt es einen vergleichbaren Service unter Intune, der es für iOS und Android genauso komfortabel oder ähnlich komfortabel oder vielleicht sogar komfortabler macht? Ganz klar ja. Dann, wie sieht es mit Microsoft Surface aus? Microsoft Surface steht auf der Original-Webseite von Microsoft zum Thema Autopilot drauf, dass es supported ist. Ich habe allerdings zum Thema Surface keine Information bekommen. Ich könnte mal auf mein letztes Surface-Device, was ich mir zugelegt habe, draufschauen, ob da so eine Autopilot-ID drauf ist. Das kann ich bis zum nächsten Mal gerne mal prüfen. Also Surface habe ich nicht auf meine Liste aufgenommen, weil ich da keine Beschreibung des Prozesses hatte. Laut der offiziellen Webseite von Microsoft funktioniert es aber. Das heißt, was bei Surface für mich unklar ist, geht das, auch wenn ich es über die Distribution bestelle, geht es nur, wenn ich es direkt bei Microsoft bestelle.
Oder geht es nur, wenn ich es über die Distribution bestelle? Das müsstet ihr dann da für diese Gerätekategorie dem Hersteller Microsoft dort hinterfragen. Dann eine Frage. Gibt es eigentlich die Übersicht, welche Daten in die Cloud geschickt bzw. gespeichert werden? Eigentlich, jetzt muss ich weiterlesen, eigentlich dürften dabei doch keine DSGVO-relevanten Daten transferiert werden, da es sich ja um technische Daten handelt, oder? So ist es aus meiner Sicht ganz klar. Es ist eine Hardware-ID, wo ja letztendlich nicht mein Name irgendwo dahinter hängt. Ich verknüpfe aber durch die Hardware-ID natürlich ein bestimmtes Device mit meinem Tenant. Ja, das ist gegeben. Jetzt ist das aus meiner Sicht unkritisch. Man könnte aber das ja immer überprüfen mit dem sogenannten Telemetriedatenviewer von Microsoft. Das ist ein Tool, wo ich letztendlich den Traffic, was dort alles übertragen wird, analysieren könnte, ob da vielleicht doch irgendwas übertragen wird, wo ich Bedenken habe. Aber letztendlich, was ich hochlade, ist eine Hardware-ID, die dem Hersteller einen Rückschluss auf das Device ermöglichen würde. Das ist also so ein bisschen wie beim Auto die Fahrgestellnummer zum Beispiel. Also damit könnten wir das vergleichen. Also derjenige, der es produziert hat und natürlich derjenige, der im Prozess diese Informationen gespeichert hat, könnte das zu dem Gerät zurückverfolgen. Aber es sind ansonsten keine personenbezogenen Daten da drin. Dann haben wir eine Frage, geht das Sammeln der Hardware-ID im Windows PE? Ich werde das nächste Mal ein Sammeln einer Hardware-ID unter Windows zeigen, unter Windows 10 zeigen mit einem PowerShell-Skript. Dieses PowerShell-Skript ist recht komfortabel zu verwenden und ich kann danach das Device in Auslieferungszustand zurückversetzen, sodass es wieder eine Out-of-the-Box-Experience ist und dann wird letztendlich diese Konfiguration angewendet, also ein recht komfortabler Prozess. Das geht aber auch, und das ist natürlich wahrscheinlich die Frage nach dem PE, im Rahmen des Deployments. So machen das ja letztendlich die Hardware-Hersteller, dass im Rahmen des Deployments diese ID generiert wird. Und so würdet ihr das ja dann zum Beispiel auch machen, wenn ihr mit einer System-Builder-Version arbeitet. System-Builder wäre ja die OEM-Version für euch, die ihr nutzt. Wenn ihr letztendlich nicht ein globaler OEM von Microsoft seid und dieser Deployment-Prozess, der System-Builder-Deployment-Prozess, würde es euch auch ermöglichen, so eine Hardware-ID zu generieren, um die dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Das heißt, umgekehrt ist es nicht so, dass die kleineren dort aus irgendeinem Grund aus sind, sondern das könnten wir dort auch machen. Intune ist im Education-Bereich erst ab A3 mit drin, Fragezeichen, so ist es nach meinem Kenntnisstand. Das bedeutet, der kleine Plan im Education-Bereich, der hätte noch nicht die Intune-Funktionalitäten vollständig mit drin, der A3-Plan schon. Gerne könnt ihr übrigens weitere Fragen stellen. Ich komme nochmal ganz kurz zurück zu meiner Präsentation, also nutzt da einfach den Chat, wenn es noch Fragen gibt, zu den weiteren Themen und Terminen. Ich hatte schon erklärt, was wir am Montag in der Woche machen zum Thema Autopilot. So, jetzt ist mir das hier verrutscht. Da waren wir nämlich hier, Vorbereitung und Unboxing Devices und dann das Thema des Intune. Dann haben wir aber noch ein paar weitere Themen und Termine. Eine Sache, auf die ich mich sehr freue und wo ich mich natürlich auch freuen würde, wenn viele von euch wieder dabei sind. Wir haben gemerkt oder mir ist es aufgefallen, dass viele von euch das Thema Windows Server stark im Fokus haben. Ist mir aufgefallen bei unseren 44 Webcasts, da hatten wir so die meisten Zuschauer immer, wenn es um das Thema Windows Server ging, also diese Webcasts, die wir von April bis Juni gemacht haben. Und deswegen gibt es beginnend ab heute ein Special zum Thema Windows Server. Das heißt, es wird immer ein Windows Server Special geben, egal was wir sonst als Fokusthema des jeweiligen Monats machen. Das war ja im letzten Monat Education, diesen Monat ist es Autopilot, werden wir immer einen Server-Track haben und das geht heute los um 13 Uhr.
Da geht es um Windows Admin Center, Grundlagen und Installation. Da geht es dann weiter am 17. Windows Server Verwaltung, am 24. Hyper-V Host und am 31. August Storage Spaces Direct verwalten. Den Flyer dazu findet ihr unter manfredhelber.de/download. Könnt ihr euch dort also runterladen, um dann direkt mit einem Klick teilnehmen zu können, weil ähnlich wie bei den 9 Uhr Calls ist auch der 13 Uhr Call über Teams mit einer kleinen Besonderheit. Den 9 Uhr Call haben wir immer einen Link pro Monat. Dieser 13 Uhr Call, da haben wir einen Link für die gesamte Zeit. Das heißt, das ist immer der gleiche Link, sodass ihr immer um 13 Uhr montags euch hier einfach einklinken könnt. Es sei denn, es ist mal ein Feiertag oder es kommt was anderes Unvorhergesehenes dazwischen. Die Feiertage sind bekannt. Die anderen Ereignisse, sofern sie frühzeitig bekannt sind, werden wir sie bekannt geben, dass mal an einem Monat Montag das vielleicht nicht ist. Aber ansonsten immer montags 13 Uhr festmerken und die Termine, also sofern es mir möglich ist, werde ich die dann auch so immer durchführen. Dann habe ich noch zwei Highlights, und zwar am kommenden Freitag, 14. August, wäre das um 12 Uhr live auf YouTube auf dem Kanal vom Sven Langenfeld gestreamt, haben wir die Situation, dass ich ein Gastgespräch habe mit dem Carsten Rachfall und Erik Berg. Da geht es um Hybrid-Cloud-Themen. Und letztendlich werden wir dort ja uns intensiv unterhalten, was die Hybrid-Cloud-Themen von Microsoft alles bieten. Freue ich mich sehr, wenn ihr mit dabei seid. Und am 21. August gibt es wieder unseren Partner-Support. Also wenn ihr dort technische Fragen habt aus dem Microsoft-Universum oder auch Lizenzfragen oder konzeptionelle Fragen, nutzt die Gelegenheit. 21. August 9 Uhr und am 21. August um 12 Uhr, da gibt es einen Special WBSC Talk zum Thema Azure Stack HCI, also der Technologie Storage Spaces Direct, und da sind Cosmos Darwin und Samantha Dorothy zu Gast als Gesprächspartner direkt von der Microsoft Corp. Also auch da freuen wir uns, wenn ihr mit dabei seid. Und ein Event, was ein bisschen weiter in der Zukunft liegt, aber ihr solltet es euch auf jeden Fall schon mal vormerken und vielleicht auch direkt registrieren. Es geht über www.manfredhelber.de/webday, wie die URL hier oben zeigt oder vermuten lässt. Es ist eine Tagesveranstaltung zum Thema Azure Stack HCI mit den vielen Neuerungen, die es hier gibt. Wir haben eine lange Liste von Sponsoren schon, die uns unterstützen, die aber auch mit teilnehmen, nicht die Veranstaltung mit ja irgendwie unspannenden Werbeinformationen zu füllen, sondern wirklich um Mehrwerte zu liefern zu oder mit deren Systemen, die für Azure Stack HCI zertifiziert sind. Fujitsu ist dabei, Hewlett Packard Enterprise, Thomas Krenn, Dell, Tarox, X1 bzw. Extra Computer. Weitere kommen eventuell noch dazu, und wir haben eine spannende Agenda, wo es um technische Themen geht, und auch bei den Vorträgen der Sponsoren, die wir hier sehen, werden wir darauf achten, dass diese einen Mehrwert enthalten, also letztendlich lohnenswert sind, die anzuschauen. Freue ich mich, wenn ihr euch anmeldet, manfredhelber.de/webday. Die Anmeldung ist kostenfrei. Und im Nachgang könnt ihr alles, was wir aufgezeichnet haben, unter youtube.com/manfredhelber und unter youtube.com/svenlangenfeldwbsc jederzeit gerne nochmals nachsehen. Die Live-Events werden dort live gestreamt, und alles, was wir aufgezeichnet haben, ist dann dort als Aufzeichnung zu finden. Gut, jetzt sehe ich da noch eine Frage. So, da haben wir noch eine Anmerkung von dem thomas.wichert@hp.com, dass es noch Informationen zu ergänzen gäbe zu dem Autopilot-Prozess. Es ist richtig, ich habe von allen Herstellern viel mehr Informationen geschickt bekommen, als letztendlich in diese Stunde reingepasst haben. Und da schreibt der thomas.wichert@hp.com, dass man ihn gerne anschreiben darf.
wenn wir dort umfangreichere Informationen benötigen. Also nutzt die Möglichkeit. Vielen Dank für diese Anmerkung. Wie gesagt, ich habe es bei allen Herstellern so gemacht, dass ich da etwas gekürzt habe, weil es waren teilweise Vorträge, die selbst eine Stunde gefüllt hätten. Und das hat dann hier leider nicht ganz hineingepasst. Aber vielen Dank für das Angebot. Also nutzt es. Schreibt dem thomas.wichert@hp.com, wenn es um Fragen rund um den HP-Autopilot-Prozess geht. Das heißt, dort noch weitere Optionen. Ich bin zwar der Meinung, dass ich erwähnt hatte, dass es die Option über die Verpackung gibt, über das Bereitstellen der Product Key ID und über das direkte Hochladen seitens HP. Das war aus meiner Sicht eine Animation drin. Aber vielleicht gibt es noch weitere Dinge, die ich auch aus der Präsentation nicht herausgelesen habe. Also gerne die Option nutzen. Das ist natürlich immer perfekt, wenn man direkt den Hersteller letztendlich anspricht und dort auch einen direkten Kontakt habt. Und den Mehrwert habt ihr natürlich jetzt, wenn ihr live dabei seid oder das Video schaut, dass ihr dort auch die E-Mail-Adresse habt und das nutzen könnt und somit einen direkten Kontakt zum Hersteller habt. Hatten ja auch manche OEMs auf den Slides dann direkt mit drauf. Und das ist ja auch was, wo ihr dann manchmal auf uns zukommt und sagt, Mensch, wir wissen gar nicht, wen wir fragen sollen. Und hier habt ihr den Ansprechpartner. Also geht auf den Thomas Wichert zu, wenn es dort Fragen zu den HP-Themen geht. Habt ihr im Chat die E-Mail-Adresse und ich denke, auf den Chat habt ihr alle letztendlich Zugriff. Damit sage ich euch vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt. Vielleicht sehen wir uns dann gleich um 13 Uhr zu dem Folgethema, wenn es geht um das Thema Windows Server, was wir dort geplant haben. Freue ich mich sehr, wenn ihr euch wieder einwählt und die Information dazu findet ihr unter manfredhilber.de/download. Da habt ihr dann direkt die Möglichkeit, euch das entsprechende Dokument mit den Direktlinks herunterzuladen. Ich bin jetzt noch ein paar Minuten da. Wenn es Fragen gibt, nutzt den Chat, schreibt es rein. Der Thomas Wichert ist auch online, habe ich gesehen. Also wenn es akute Fragen gibt, schreibt es auch gleich in den Chat und adressiert ihn. Könnt ihr ja mit einem Ad machen. Dann habt ihr vielleicht eine Sofortantwort. Und damit sage ich euch nochmal vielen Dank für eure Zeit. 2-3 Minuten bin ich noch online und dann werde ich mich auch verabschieden. Bis später. Danke und tschüss.